Heute zeige ich euch, wie ihr Pizza von der Arbeitsfläche in den Pizzaofen oder in den Backofen hineinbringt. Also, ihr habt euch die Pizza belegt. Jetzt könnt ihr nicht gross rumtrödeln, damit die Pizza auch nicht auf eurer Arbeitsfläche klebt. Idealerweise habt ihr eine Pizzaschaufel. Die Pizza unten ist ja schon bemalt. Macht das Gleiche mit der Schaufel auch. Wir nehmen hier Hartweizengrieß, tun es ein verreiben. Die Zaiola wird jetzt löpfen, um mit einem Ruck darunter reinzukommen. Kann dann einfach sein, dass nachher die Pizza Calzone draus wird. Ich ziehe eigentlich die Pizza lieber so aufs Brett rauf. Dass ich hier schön büscheln. Und damit sie sicher nicht klebt, mache ich einen kleinen Trick. Ah, gut, die bewegt sich gut auf dem Brett. Jetzt hast du vielleicht keine Pizzaschaufel. Dann nimm einfach dein Backblech, ganz normales Backblech, das umkehren. Wichtig, du den Pizza direkt auf dem umgekehrten Blech belegen. Kein Backpapier brauchen, weil die Pizza tut man eher bei höheren Temperaturen backen und dann könnt dein Backpapier verbrennen. Weil das Blech umgekehrt ist, bringst du deine Pizza, wenn sie dann fertig ist, auch viel einfacher wieder ab dem Blech runter.